Ich kenne viele Menschen, die suchen Biohack nach Biohack nach Biohack, versuchen sich vollkommen zu optimieren, vergessen aber jene 7 Biohacks, die du meistern musst, bevor du dir Gedanken über alle anderen Biohacks und sonstigen Hacks machen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Genau diese 7 Biohacks sehen wir uns heute an. Und ob du dein Leben jetzt vollkommen durchoptimieren musst oder nicht und ob du dir das eine oder andere Laster behalten darfst, wie ich das auch mache, das bleibt natürlich dir überlassen. Aber wichtig, bevor du an Optimierung denkst, musst du diese 7 Grundlagen, und das sind meine 7 Grundlagen wohlgemerkt, musst du diese umsetzen oder zumindest den Großteil davon umsetzen, um wirklich dann weiter optimieren zu können und weiter dich verbessern zu können. Starten wir also gleich durch mit dem ersten der 7 Biohacks und das ist Bewegung, regelmäßige Bewegung. Ob du 10.000 Schritte pro Tag gehst, ob du laufen gehst, Radfahren gehst oder ob du am liebsten ein paar Runden schwimmen gehst, das bleibt vollkommen dir überlassen. Aber gerade wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, dann ist Bewegung das Um und Auf für deinen Körper, das Um und Auf auch für deine Konzentrationsfähigkeit und viele, viele Dinge, die du zum produktiven und effizienten und effektiven Arbeiten brauchst. Und du kannst regelmäßige Bewegung durch nichts ersetzen. Es gibt keine Kapsel, keinen Spray, kein Präparat, das dir Bewegung ersetzen kann. Und ein befreundeter Programmierer hat mir mal erzählt, er nimmt jetzt Eiweißpulver, weil von diesem Eiweißpulver wachsen die Muskeln. Cooler Biohack, hat er von einem Influencer auf Instagram gesehen. Leider funktioniert das Eiweiß nur und du kannst tonnenweise Eiweiß zu dir nehmen. Es wird nicht funktionieren, wenn du nicht regelmäßig trainierst. Du musst natürlich deinen Muskel auch einen Reiz aussetzen, nur dann werden sie wachsen. Wie mache ich das? Aus eigener Erfahrung, ich beachte auf mehrere Dinge. Erstens mache ich 5-mal die Woche Sport, 3-mal Kraft, 2-mal Ausdauer, steht für mich am Programm. Das ist in der Regel so, außer ich bin auf Reisen, da ist es ein wenig schwieriger. Dann versuche ich jedes Mal die Treppen zu nehmen, anstatt den Lift oder die Rolltreppe. Auch ein wichtiger Punkt. Und alle Strecken unter 2 Kilometer, sofern es die Zeit erlaubt, versuche ich ebenso zu Fuß zurückzuerlegen. Das heißt, ich schaue auf ständige Bewegung und auch zwischendurch, wenn ich hier arbeite im Homeoffice, du siehst hier schon, ich stehe hier meistens auch. Ich versuche dann immer wieder herumzugehen in meiner Wohnung, ein bisschen Mobility, Flexibility einzubauen zwischen den Arbeiten und zu mir auch immer wieder Bewegungsschübe zu holen, weil das natürlich auch hier für die Birne ganz, ganz wichtig ist. Zweiter Biohack. Ausreichend Schlaf. Gerade zum Schlaf gibt es unheimlich viele, viele weitere Biohacks, auf die du aufbauen kannst. Aber kein einziger davon wird deinen Schlaf von 7,5 oder 8 Stunden auf 4 Stunden verringern können. Zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das zukünftig mal, aber momentan kenne ich nichts. Du brauchst ausreichend Schlaf. Wie setze ich das um? Erstens mal, ganz, ganz wichtig für mich ist regelmäßige Schlafenszeiten, regelmäßige Aufstehzeiten. 6-mal die Woche gehe ich zu ähnlichen Zeiten schlafen, stehe zu ähnlichen Zeiten auf. 7,5 Stunden ist meine optimale Schlafzeit. Der Mensch schlaft ja im 1,5 Stunden Rhythmus. Auch das ist natürlich ein Hack, den du nutzen kannst. Das heißt nach 6, 7,5 oder eben 9 Stunden den Wecker stellen. Auch das sind wichtige Punkte. Und ich versuche natürlich auch für ausreichend Schlafqualität zu sorgen. Ich habe dir unterhalb dieses Videos oder oberhalb dieses Videos, je nachdem, habe ich dir einen Link versorgt zum Blogartikel zu diesem Video. Und da findest du auch einen Link zu 12+1 Schlaftipps, die ich für dich zusammengestellt habe, die du dir eventuell ansehen könntest. Du kannst da noch einiges optimieren an der Qualität des Schlafes. Aber wie gesagt, ausreichend Schlaf kannst du auf gar keinen Fall durch irgendetwas ersetzen. Basic Biohack Nummer 3. Gesunde Ernährung. Ich ernähre mich nicht immer gesund, sage ich offen und ehrlich, aber ich versuche es größtenteils umzusetzen. Und natürlich gibt es Nahrungsergänzungsmittel. Eine gute Freundin von mir, Hashtag Fastfood-Junkie, könnte man auch zu ihr sagen, sagt, ich ernähre mich gesund, weil ich esse zwar oft bei diversen Fastfood-Restaurants oder eigentlich regelmäßig, aber ich nehme ja Vitaminpräparate und ich nehme auch noch Shakes zu mir und deswegen ernähre ich mich gesund. Es ist vielleicht nicht ganz so ungesund, wie wenn du nur Fastfood essen isst, aber eine ausgewogene Ernährung ist unheimlich wichtig. Und nicht umsonst fühlt sie sich nach ihren Fastfood-Essenspartys meistens so wie ein Vierjähriger, der den letzten Tropfen aus so einer Sandkist-Tetrapack raussaugen will. Also leer gesaugt. Und das hat natürlich Gründe.
dann ausgewogene Ernährung ist wichtig. Und auch das ist gar nicht so schwer. Ich versuche regelmäßig frische und ja, noch unverarbeitete Lebensmittel zu verkochen. Ich nehme einfache und schnelle Rezepte, weil ich jetzt nicht derjenige bin, der sehr, sehr gerne in der Küche steht. Ich nutze zum Beispiel FeedPrep, auch das habe ich dir im Artikel verlinkt, um vorzukochen und um das gut zu lagern zu können. FeedPrep ist dafür ein Behältnis, ein Geschirr, das du nutzen kannst. Also auch das nutze ich alles, um mich gesund zu ernähren. Und ja, ich besuche auch ab und zu mal ein Fastfood-Restaurant, aber ab und zu, glaube ich, ist vollkommen in Ordnung, regelmäßig eher schlecht. Was mache ich noch beim Thema Ernährung? Ich nutze auch Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich zum Beispiel meine Eiweißration, die ja für den Tag vorgesehen ist, nicht schaffe, dann gibt es natürlich einen Eiweißshake beziehungsweise den leckersten Eiweißriegel der Welt oder den ich bis jetzt gekostet habe, habe ich zumindest vor kurzem entdeckt. Auch den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, falls du den dir zulegen willst. Das ist der erste Eiweißriegel, der wirklich, wirklich lecker schmeckt und auch noch gute Nährwerte hat. Also wirklich spannend. Also ich ergänze eigentlich nur mit Eiweiß und sonst relativ wenig. Mal Fokus von Brain Effect, ja. Mal einen Sleep Spray von Brain Effect, das habe ich beim Schlaf vorher vergessen. Auch den, ja, das ist ein Brain Effect, ist eine Firma, die da in diesem Zusammenhang ganz spannend sein kann. Von der nutze ich einige Produkte, aber das auch nur sehr, sehr selektiv eingesetzt und nicht regelmäßig. Und was ich beim Thema Ernährung noch nutze, auch sehr, sehr wichtig, Intervallfasten. Ich habe es für mich entdeckt, ich mache das 5-mal die Woche ungefähr, dass ich 16 Stunden nichts esse und 8 Stunden esse. Schaut bei mir so aus, dass ich um 20 Uhr meine letzte Mahlzeit zu mir nehme oder vor 20 Uhr. Das ist meistens nur noch ein ganz, ganz kleiner Snack und dann eben erst wieder um 12 Uhr mittags am nächsten Tag esse. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wie sich das auf meine Produktivität ausgewirkt hat übrigens, dazu gibt es auch einen Artikel bzw. ein Video, das ich dir hier natürlich sehr, sehr gern verlinke. Biohack Nummer 4. Zeit für dich selbst. Ich glaube, dass es ein unheimlich wichtiger Faktor ist und auch das durch nichts zu ersetzen ist. Ich kenne Menschen, die jagen von Aufgabe zu Aufgabe, von Projekt zu Projekt, von Verpflichtung zu Verpflichtung und sind wie ein Hamsterrad rund um die Uhr mit anderen Dingen beschäftigt und haben nicht ein paar Sekunden pro Tag Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und mal nur für sich zu sein. Und ich glaube, dass das auch ein extrem wichtiger Faktor für Wohlbefinden ist. Ja, Zeit für mich heißt gleichzeitig Zeit für Hirnabschalten auch mal ein bisschen. Das gehört auch dazu. Zeit wirklich, ja, um auch zu reflektieren und ähnliche Dinge zu tun. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtige Zeitinvestment sind in deine Zukunft. Und wenn du das nicht regelmäßig machst, dann werden dir auch alle anderen Biohacks meiner Meinung nach nichts nutzen. Ja. Wie nutze ich Zeit für mich? Ich nutze es in kleinen Zeitfenstern zwischendurch, nach dem Workout zum Beispiel in die Sauna zu gehen und da wirklich die Augen zu schließen und versuchen abzuschalten. Ist so ein bisschen auch meditativ dann natürlich verbunden. Du kannst meditieren, du kannst mal ans Fenster gehen, rausschauen und die Aussicht genießen, wenn es halbwegs schön ist. Du kannst das in vielen, vielen Punkten einbauen. Ich habe auch am Samstag zum Beispiel regelmäßig meine Wochenreflexion stehen. All das sind wichtige Punkte, wo ich allein bin, wo ich mich mit mir beschäftige und es kann durchaus mal sein, dass ich mir den ganzen Tag in die Therme zurückziehe und dort ja, mir meine Gedanken mache oder auch meinen Gedanken mal freien Lauf lasse und mir einfach nur notiere, was mir da so in den Sinn kommt. Und auch das sind immer wunderbare Erlebnisse. Also ich glaube, Zeit für dich ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Biohack. Biohack Nummer 5. Fortbildung. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich weiß, wir bewegen uns jetzt vielleicht vom Biohacks oder vom ursprünglichen Begriff von Biohacks jetzt schon immer weiter weg, aber ich glaube, dass das einfach wichtige Dinge sind, sich ständig weiterzubilden. Das nutzen dir alle anderen Biohacks nicht, wenn du stehen bleibst. Ja, es gibt das schöne Zitat, wer aufhört, sich zu verbessern, der hört auf, gut zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dranbleiben willst und wenn du auch Zufriedenheit verspüren willst, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich verspüre immer unheimliche Zufriedenheit, wenn ich ja mal eine Fortbildung mache, ein Seminar besuche, einen Online-Kurs abgeschlossen habe, ein Buch gelesen habe und wieder Dinge gelernt habe, in welcher Form auch immer das Lernen sein kann. Ich mache sehr, sehr viel autodidaktisch von zu Hause aus oder von unterwegs aus mit Online-Kursen. Das ist ein spannendes Thema für mich. Und ja, es ist Zufriedenheit und Weiterentwicklung ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und deswegen ja, ist es eine Zufriedenheit, ein Wohlbefinden, das es erzeugt, das du ebenfalls durch keinen anderen Biohack erzeugen willst. Auch wenn es da Happiness-Pulver mittlerweile gibt und Happiness-Sprays und Happiness-Präparate. Ja, alles gut und schön. On top,
alles, lasse ich mir alles einreden, aber sorg doch mal für die Basis, sorg doch mal für die Grundlage. Und ich glaube, ständige Fortbildung, ständige Weiterbildung ist da ein unheimlich wichtiger Faktor dafür. Biohack Nummer 6, Sozialkontakte. Auch das ein extrem wichtiger Faktor. Hört sich logisch an, aber ich habe in meinem Umkreis viele Workaholics, viele Hustler, die das immer mehr und mehr vernachlässigen. Die Arbeit wird mehr und mehr und mehr. Die Absagen an die Freunde, ich kann heute nicht, ich muss arbeiten, werden ebenfalls immer mehr. Die Treffen immer weniger und irgendwann sind die Freunde dann so weit, dass sie sagen, ja, den Paul, den brauchen wir nicht mehr einladen, weil der kommt ohnehin nie und so schwinden deine Sozialkontakte. Das Ganze dann wieder aufzubauen, ist unheimlich schwer und auch ein unheimliches Zeitinvestment. Selbst wenn ich Sprintphasen habe, wenn ich sage, okay, ich gebe jetzt Gas, ich wirklich 2 Wochen lang setze ich mich jetzt dahin und produziere irgendwas intensiv, selbst dann nehme ich mir zumindest einen Abend pro Woche vollkommen frei, um mich mit meinen Freunden zu treffen und mit denen zu beschäftigen. Ich glaube, Sozialkontakte sind etwas unheimlich Wichtiges und dafür wird es wohl nie ein Präparat geben oder ähnliches geben, einen Biohack geben, dass du da das irgendwie ersetzen kannst durch irgendwas. Achte auf deine sozialen Kontakte, pflege deine sozialen Kontakte, das ist unheimlich wichtig. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, mit denen ich regelmäßig essen gehe. Ich habe ein Café um die Ecke, wo sich nach Feierabend immer wieder Leute einfinden aus der Umgebung, die mittlerweile auch zu meinen Freunden gehören, wo wir Würfelpokern, schnapsen oder einfach nur plaudern. Also ich achte regelmäßig darauf, täglich darauf, meine sozialen Kontakte zu pflegen. Und einmal am Samstag steht auf meiner To-Do-Liste auch, ja, Sozialkontakte pflegen, steht da genauso drinnen. Und dann überlege ich immer, welchen Freund oder welchen Kontakt habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, ruf den zumindest mal an, plaudere ein bisschen mit ihm, vereinbar vielleicht sogar ein Treffen. Und so bleibt das ständig in Bewegung und ist ein wichtiger Wohlfühlfaktor auch für mich selbst. Und last but not least, Faktor Nummer 7, Entspannung, Erholung, Regeneration. Wenn du darauf nicht schaust, werden dir auch sämtliche Biohacks dieser Welt nicht helfen. Sprintphasen sind gut, Sprintphasen sind in Ordnung, versteh mich da bitte nicht falsch, das ist vollkommen gut. Aber danach müssen immer Erholungsphasen kommen. Die meisten Sportverletzungen resultieren aus Überbelastung, weil sie nicht rechtzeitig darauf schauen, die Athleten, dass sie wieder sich erholen, dass sie ihren Körper wieder regenerieren. Und das ist aber ein unheimlich wichtiger Faktor. Und wenn du den nicht bedenkst, egal ob du Athlet bist oder ob du im Business bist, dann wird irgendwann der Körper die Notbremse ziehen, du wirst irgendwann krank werden, im schlimmsten Fall ins Burnout kommen, das alles andere als gut. Wie regle ich das? Regelmäßig Urlaube vorplanen schon, Erholungen und Regenerationen einbauen. Für mich ist das auch sehr viel mit Sport verbunden. Nach dem Sport kommt Erholung und Regeneration. Da gehört natürlich auch ausreichend Schlaf dazu. Da gehören viele, viele Komponenten dazu. Ein freier Tag pro Woche zumindest, komplett frei, wo du dich nicht mit dem Business beschäftigst, gar nichts, wo du wirklich die Seele baumeln auch lassen kannst und dich mit deinen Lieben oder ihr Ähnlichen beschäftigst oder Hobbys beschäftigst. Also das sind ganz wichtige Sachen, auf die du ebenfalls nicht vergessen darfst. Was ist jetzt das Fazit dieses Videos? Bevor du dich also mit anderen Biohacks beschäftigst, das sind für mich die 7 Grundlagen, die du zuerst einhalten musst, die 7 Basics, die du zuerst umsetzen musst, bevor alles andere on top kommt. Wenn du die umgesetzt hast, dann kannst du ohne weitere Dinge implementieren, dich weiter optimieren. Wie weit du dieses Spiel treiben willst, bleibt natürlich dir überlassen. Aber diese 7 Basics musst du einhalten. Wenn du sagst, da fehlt was, Thomas, oder stimmt nicht oder passt nicht, diskutieren wir drüber in den Kommentaren sehr, sehr gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Like, oder einen Daumen nach oben. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du den abonnierst. Es folgen noch viele, viele weitere spannende Videos. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und genieße deinen Tag.